Ich bin okay, aber mein Herd ist gestört. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung, aber Sie haben die Landezone verpasst. Kommen Sie zum Strand. Bin unterwegs. Hat jemand die Landezone getroffen? Wo zum Teufel stecken Sie alle? Kommen! Hier, Psycho. Bin gelandet und unterwegs. Jester am Boden. Rücke jetzt zur Landezone vor. Aztec, ich hab Sie nicht auf dem Radar. Bitte kommen. Aztec, bitte kommen. Shit. Worauf warten Sie noch, Nomad? Kommen Sie zum Strand. Ja, das war... Nein, ja, egal. Ist irrelevant. Ich will weiter. Was ist denn vorhin gerade passiert? Ich bin einfach abgestürzt. Wie das so... Laut Spiel soll das ja so sein. Was ist aber danach passiert? Ich bin anscheinend irgendwie gestorben, bin auf meinen Himmel geflogen und ins Wasser gelandet. Und da hat sich die Katze nochmal abgespielt. Also dachte ich mir, nee, lass ich so drin, weil so ein Fail passiert ja nur selten und das lasse ich mal drin. egal, machen wir weiter. Prophet, ich bin jetzt am Strand. Sie sind ziemlich hart aufgeschlagen. Einige Funktionen Ihres Anzugs sind ausgefallen. Ich check das mal. Ihr Videosignal ist gestört. Ich versuche es neu zu kalibrieren. Energiekritisch. Alles klar, Ihr Anzug ist okay. Sie sind wieder online. Immer noch kein Zeichen von Aztec. Nomad, stoßen Sie mit Chester zu Aztecs Position vor. Prüfen Sie die Einsatzzielanzeige. Mach ich gleich. Ach ja, Quals, es ist so ein tolles Spiel. Ich finde die Grafik immer noch so geil. Werdet ihr, glaube ich, gleich nochmal sehen. Da werde ich wahrscheinlich dann bei deren Stellen gleich Pause machen. Aber ich finde sogar die Wassereffekte noch ziemlich geil. Wie das, dass es sich bewegt, weil den Quals ist, glaube ich, 2007 oder 2006 ist das hier erschienen und guckt euch diese Grafik mal an. Selbst solche heutigen Spiele sehen manchmal sogar heute schlecht aus als hier. Also Hut ab, Qualtik, Hut ab. Was auch geil ist? Man kann die Sachen nehmen und schmeißen. Tschüss, Schildkröte. Yay. Ja, ich habe jetzt eine Ska-Ha. Ich habe die ein bisschen hier aufgebessert. Man ist auch das eine der Features von Crysis, dass man seine Waffen hier so umrüsten kann. Und hier hat man eine Karte. Also ist jetzt nicht wirklich Open World. Also ist es schon halbwegs lineal, aber hat man schon eine sehr offene Fläche. Und man hat auch den speziellen Anzug. Maximale Panzerung. Der spezielle Features bietet mir hier maximale Panzerung. Maximale Panzerung. Da bin ich hier mal besser geschützt. Tarnfeld aktiviert. Tarnung erklärt sich, denke ich mal, von selbst. Sprinten. Fest zuschlagen und Energie kritisch. Springen. Das kostet alle unten rechts zu sehen an der blauen Leiste. Anzugenergie. Ja. Lädt sich immer wieder von selbst auf. Ohne Krabbe. Krabbe. Nimm. Böse Krabbe, aua. So. Eine Pistole. Wusste ich auch noch rum. Schalldämpfer. Nein. Nein, ich will Laser, wie sie drauf haben. Gut. Man kann auch so Sachen nehmen und schmeißen ins Wasser und so. Die schwimmen die. Das ist ziemlich geil gemacht. So, hinlege ich mich nicht. So. Na komm, komm. Benutzen Sie Ihren Schalldämpfer. Langsam springen. Aufpassen, Moment. Ein Kontakt auf 12 Uhr. Hallo, Koreaner. Und tschüss, Koreaner. Tarnfeld aktiviert. Ach ja, es gibt gewisse Aufsätze für Waffen. Wie bei dem Gewehr hier, den Ska-Ha. Energiekritisch. Da kann man so Munitions wechseln. Ich habe hier Einzelschuss gleich machen und einmal Betäubungsfalle. Tarnfeld aktiviert. Aber ich muss gucken, werde ich davon. Wenn ich normalerweise einen normalen Kugeln schieße, im Tarnmodus werde ich enttarnt. Zählt das für das hier? Ja, zählt. Ja, dann sieht man, die ganze Energieleiste ist dann weg. Das ist nicht toll. Tarnfeld aktiviert. Ah, Nachtsicht, brauche ich nicht. So. Ich sehe nicht. Wir wollen auch niemanden aufwecken, ne? Der schläft hier doch so schön. Und er ist tot. Komm, nehmen wir statt der Pistole an das koreanische Gewehr.
Flaschenhalter brauche ich nicht, dann sieht man mich ja noch besser. Blicksvisier und ja. Da ist auch noch, glaube ich, Munition dabei, ne? Gut. Die Munition wird nicht automatisch aufgehoben, wie in gewissen anderen Spielen, sondern muss sie hier, Prophet, hier Aztec. Hören Sie mich? Klar und deutlich. Wie sieht's aus? Mich hat auf dem Weg nach unten irgendwas erwischt. Ich hänge in den Bäumen fest. Okay, Aztec, halten Sie durch. Hilfe ist unterwegs. Ja, ich bin unterwegs. Ein bisschen Ruhe geben. Die Story habt ihr ja gerade anfangs ein bisschen mitbekommen. Also die Story braucht etwas, um... Hier oben! Ah, da bist du. Um in Fahrt zu kommen. Energiekritisch. Ich will das noch sehen. Prophet, ich bin hier nicht allein. Was ist los, Aztec? KVA-Patrouille. 4 Mann. Haben die sie gesehen? Negativ, aber sie kommen näher. Moment, da ist etwas. Aztec, was ist da los? Adressantissima. Aztec, Lagebericht. Jetzt! Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Prophet, hilf mir! Energiekritisch. Nomad, Chester, helfen Sie ihm! Schnell! Los, los! Na, ich bin schon längst da, Chef. Ich war so schnell, dass das Spiel nicht mehr hinterherkam. Haha. Knacks. Was ist denn hier los? Map. Hörst du das? Mir gefällt das nicht, Mann. Übrigens, ich spiele auf Xbox One. Kann man alle 3 Spiele da auf den Store kaufen oder darauf spielen? Verdammter Mist! Ja, ihn hat's richtig hart zerfetzt. Chester, bitte kommen! Was ist mit Aztec? Er ist tot, Boss. Verdammt! Was zum Teufel ist da draußen los? Keine Ahnung. Aber ich fürchte, wir sind nicht allein hier. Was ist da los? KVA? Negativ, Sir. Hier liegen 4 Koreaner, aber Aztec kann sie unmöglich getötet haben. Diese Typen hat was anderes umgebracht. Die sind übel zugerichtet. Okay. Erweisen Sie ihm die letzte Ehre und gehen Sie weiter. Wir treffen uns in der Landezone. Was ist mit Aztec, Sir? Sollen wir ihn einfach hier lassen? Negativ. Ich regel das. Wir dürfen nicht zulassen, dass ein Anzug den Koreanern in die Hände fällt. Treten Sie zurück. Verdammt, daran werde ich mich nie gewöhnen. Adios, amigo. Tja, der Anzug hat auch einen fernsteuerbaren Setz. Chester, Sie nehmen seine Ausrüstung und verwischen unsere Spuren. Nomad, zur Landezone. Verstanden, Boss. Bin unterwegs, Prophet. Habt ihr vorhin gerade gesehen, wie er in Flammen aufgegangen ist? Aber übrigens, unser Spielcharakter heißt Nomad. Was zum Teufel war das? Auf. Springen. Warten Sie, da vorne bewegt sich was. Umschalten auf Tarnmodus. Tarnfeld aktiviert. Es war witzig, in Tarnmodus die Gegner zu verarschen. KVA-Patrouille, kümmern Sie sich darum. Aber leise bitte. Schön stillhalten. Tarnfeld aktiviert. Ist immer ein guter Trick. Energiekritisch. Kumpel. Ja, hast in die falsche Richtung geguckt. Gut, nehme ich die Mütze mal mit. So. Wie schon vorhin sagte, ich nehme auf der Xbox One auf. Hat gleich noch kein Let's Play gemacht. Das Spiel ist schon etwas älter. Ich versuche mal die gesamte Crisis-Reihe. Moment, ich habe den JSOC-Satelliten verloren. Unsere taktischen Systeme sind ausgefallen. Die KVA muss irgendwo in der Nähe einen Störsender betreiben. Finden Sie ihn und schalten Sie ihn ab. Roger, Prophet. Bin unterwegs. Abgesehen von DLC. Außerdem habe ich ein neues Mikrofon. Hoffentlich kann man das so halbwegs im heraushören. Und ja, hoffentlich ist der Sound und jetzt und so weiteres alles okay. Ah, jetzt kommt hier eine Stelle. Wir haben am Strand KVA-Patrouillen geortet. Benutzen Sie Ihr Fernglas, bevor Sie denen in die Arme laufen. Ja, bevor ich das mache, will ich mich schon vorher verabschieden. Da ist eine große Sendeanlage. Das muss der Störsender sein. Geht.
Ich würde dann sagen, das war's für die erste Aufnahme. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und noch einen schönen Tag und Abend. Ciao!